thank you for your moderation. Good to have you here. A warm welcome in English until you get the translation machines. Thank you for being here, dear colleague. It's good to have you here, Mr. Commissioner from the Commission in Brussels, and Berlin is always worth to come and to join us here. And Mr. President, it sounds very good, the president of our institution here, and the member of parliament from the European Parliament, our colleague Herbert, yes, Herbert Dorfmann, he's here today. And thank you for joining this conference. And now I think we have the bridge to the next step, because in Germany, the German minister speaks German, but I hope we will arrange it. I'm just waiting for you. And let me mention that we have a topic. This is really important because it's an increasing topic, shopping in the Internet. Und so möchte ich Ihnen einfach ein Bild einfach vor Augen holen. Stellen Sie sich vor, Sie wollen Abendessen kochen zu Hause. Sie sind in Ihrer Küche, stehen vor Ihrem Kühlschrank, wählen am Bildschirm des Kühlschrankes das entsprechende Rezept aus und dann gibt es einen Hinweis, zum Beispiel die Sahne ist aufgebraucht, soll ich neue bestellen? Das ist technisch längst möglich. Smart Home, ein Teil davon, smarte Haushaltsgeräte, und die meisten von uns sind in ihrem Alltag, die einen sagen Gott sei Dank, die anderen sagen schade, noch weit davon entfernt. Noch fühlen wir uns als Speerspitze der Digitalisierung, wenn wir digitale Einkaufslisten führen, statt die Erledigung wie klassisch mit einem Post-it dann auch drauf zu notieren. Und schauen wir uns mal die Zahlen des Onlinehandels an. Und hier ist natürlich die Unterscheidung von Lebensmitteln, die wir bestellen im Onlinehandel und anderes im Onlinehandel. Da gibt es schon noch große Unterschiede. Aber wir sehen, dass Lebensmittel im Onlinehandel bislang zwar eine Nische abbilden, aber wenn wir uns mal anschauen, vor zwei Jahren haben wir, oder vor drei Jahren etwa 46 Euro pro Kopf ausgegeben, wenn wir online Lebensmittel bestellt haben. Jetzt sind wir bei 52 Euro pro Kopf. Jetzt sagen wir, es ist immer noch nicht ganz so viel. Aber ein Wachstumstreiber des Onlinehandels sind die Lebensmittel. Und wir sehen in anderen Ländern, ich selbst bin gerade in China gewesen in der vorvergangenen Woche, und dort ist es gang und gäbe, Nahrungsmittel vom Büro aus zu bestellen, online zu bestellen und es dann nach Hause geliefert zu bekommen. Das ist bei uns noch ein bisschen anders, aber dennoch ist es wichtig, das im Auge zu behalten, denn es gibt auch einige Herausforderungen des Internethandels, gerade wenn es um Lebensmittel geht, um Lebensmittelsicherheit geht. Und wir wollen nicht von Problemen reden, sondern wir wollen schlichtweg für die Zukunft gewappnet sein, um Weichen zu stellen, um am Ende auch vorauszuschauen, auf was wir achten müssen. Und auch wenn die Länder, die Bundesländer bei uns für die Überwachung der Lebensmittelsicherheit zuständig sind, der Onlinehandel, der Internethandel, macht nicht Halt an den einzelnen Ländergrenzen, Bundesländergrenzen, auch nicht an den Grenzen der Mitgliedstaaten. Und deshalb bin ich sehr dankbar und mein Dank gilt dem BVL und der EU-Kommission, dass sie diese organisiert haben, diese Konferenz organisiert haben und so viele hochkarätige nationale, internationale Experten zum Thema Onlinehandel mit Lebensmitteln hier in Berlin auch versammelt haben. Onlinehandel mit Lebensmitteln, ich meine, so etwas kann auch Chancen bereithalten, gerade für die ländlichen Regionen. Der Supermarktbesuch durch ein paar Klicks zu ersetzen, klar, es spart Zeit und Wege, aber das heißt nicht, dass wir die klassischen Läden, die analog sind, jetzt mit Gewalt ersetzen wollen. Aber wir wollen dort, wo es Lücken gibt, wo die Infrastruktur ebenso nicht gegeben ist, auch Chancen des Onlinehandels eben auch nutzen. Aber wie kann der Staat hier eine wirksame Kontrolle durchführen? Das ist die Frage, die wir uns stellen. Grundsätzlich unterliegen Lebensmittel, die online verkauft werden, den gleichen Anforderungen wie Lebensmittel, die im Supermarkt bei uns um die Ecke gekauft werden. Die sogenannte Basisverordnung, Sie kennen es, ich glaube, muss gar nicht drauf eingehen, und das Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, die berücksichtigen alle Arten des Inverkehrbringens von Lebensmitteln.
Dennoch gibt es eine Vielzahl von Fragen, die sich beim Kauf von Lebensmitteln im Internet eben stellen. Also, wie sicher ist zum Beispiel die vorgeschriebene Kühlkette auch durch- und eingehalten worden? Wie zuverlässig ist die Deklaration des Produktinhalts? Und stimmt überhaupt auch die Herkunft der Produktangabe? Wie rückverfolgbar ist die Herkunftsangabe? Das sind Fragen, naja, die stellen wir uns. Aber noch besser ist es, dass wir gewährleisten, dass das, was online geschieht, analog auch zu dem ist, was wir analog eben schon geregelt haben und wo wir eben auch keine Wettbewerbsverzerrung dann auch sehen wollen. Die Bundesländer, das habe ich eben gesagt, sind zuständig für die Überwachung der Lebensmittel, aber wir haben gesehen, dass wir vernetzt vorgehen müssen. Und 2013 sind wir schon aktiv geworden, um die Verbraucherinnen und Verbraucher besser vor den Risiken des Onlinehandels zu schützen. Unser Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, kurz BVL, Präsident ist da, hat gemeinsam mit den Ländern, das ist ein Fachbegriff mit einem Ad drin, gezielt ins Leben gerufen. Dabei handelt es sich um eine gemeinsame Zentralstelle der Länder zur Verbesserung des Verbraucherschutzes in diesem Bereich. Und die Zentralstelle identifiziert zum Beispiel nicht registrierte Lebensmittelunternehmen. Sie spürt Produkte auf, die die Gesundheit gefährden oder Verbraucherinnen und Verbraucher täuschen können. Und drittens, sie meldet Verstöße den zuständigen Behörden der Länder, damit diese dann direkt gegen die Verantwortlichen auch vorgehen können. Und in dieser Zentralstelle laufen die Erkenntnisse aus rund 400 Vorortbehörden in den Bundesländern, Hinweise der EU-Mitgliedstaaten und anderer Staaten zusammen. Und die Hinweise werden ausgewertet, nach Risiko priorisiert und anschließend dann auch den zuständigen Behörden vor Ort geschickt. Und dann wird natürlich vor Ort überprüft, die Anbieter werden überprüft, aber auch die Produkte und gefährliche Produkte müssen dann aus dem Verkehr gezogen werden. Jetzt ist es aber so, dass die Überwachung des Onlinehandels natürlich ein wichtiger Ansatzpunkt für mehr Verbraucherschutz ist. Und ein weiterer ist die Verschärfung gesetzlicher Regelungen für den Verkauf von Produkten über das Internet. Unser Ziel ist es, das Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, kurz LFGB, um Regelungen zum Onlinehandel zu ergänzen, um Lebensmittel zu ergänzen. Also hier sind wir klar bei einem Ansatz einer neuen gesetzlichen Regelung. Und eine besondere Schwierigkeit bei der Überwachung des Onlinehandels besteht auch darin, dass die Betreiber von Internetplattformen nicht selbst Produkte in Verkehr bringen, sondern nur eine Plattform zur Verfügung stellen. Und diese Plattformen können bislang in der Regel nicht gegen Verstöße oder nicht wegen Verstöße gegen lebensmittelrechtliche Vorschriften belangt werden. Und da sagen wir ganz klar, das muss sich ändern, denn hier haben wir wirklich eine Lücke und ein Schlupfloch. Und wir wollen Verbraucherinnen und Verbrauchern bestmöglichen Schutz bieten, ganz gleich, ob sie analog oder digital einkaufen. Das gilt für den stationären Handel genauso wie für den Lebensmitteleinkauf im Internet. Und deshalb setzen wir uns dafür ein, dass künftig auch Plattformbetreiber aktiv dazu beitragen, dass gesundheitsgefährdende Produkte eben nicht erst bei den Käuferinnen und Käufern landen. Wir planen eine Gesetzesgrundlage dafür, dass Behörden eine Warnung vor einem bestimmten Produkt künftig auch Plattformanbietern mitteilen. Und anders als bisher stehen damit nicht nur die Hersteller der Produkte, sondern auch die Plattformanbieter, diejenigen, die diese Produkte vertreiben, in der Pflicht, das entsprechende gesundheitsgefährdende Angebot dann auch zu entfernen. Das wird nicht einfach sein. Klar gibt es immer die Gegenanmerkung, die ich auch immer kenne. Ja, wie will man das denn durchsetzen? Aber wir sehen, dass es auch eine Ungleichbehandlung gibt vom Analogen hin zum Digitalen. Und vorgesehen ist auch, dass Landesbehörden künftig explizit zur verdeckten Probeentnahme befugt sind. Und mit diesem Maßnahmenbündel wollen wir national den Schutz beim Internet weiter erhöhen, aber dadurch auch den Internethandel auch attraktiver machen und dadurch auch das Vertrauen in den Kauf von Nahrungsmitteln
durch das oder im Internet dieses Vertrauen dann auch zu stärken. Und das Vertrauen wird nur dann gestärkt, wenn man sich auch einer entsprechenden Überwachung und Kontrolle gewiss sein kann. Aber nationale Maßnahmen, das wissen wir alle, die enden an Staatsgrenzen. Und daher ist es eine wichtige Frage, wie wir auf EU-Ebene für Sicherheit im Onlinehandel eben sorgen können bei Lebensmitteln. Und deshalb begrüße ich es wirklich sehr, dass, wie wir eben von Herrn Kommissar gehört haben, auch die EU-Kommission große Anstrengungen unternimmt, hier auch für Fortschritte zu sorgen. Und im September 2017 wurde der EU-weite Kontrollplan E-Food, Sie erinnern sich, durchgeführt, und Ziel war es, die amtlichen Kontrollen im Bereich des Onlinehandels sowie die Kooperation zwischen den Mitgliedstaaten zu verstärken und zu verbessern. Ich muss sagen, diese Aktion war ein voller Erfolg. 25 Mitgliedstaaten, die Schweiz und Norwegen, haben fast 1.100 Internetseiten überprüft. In 440 Fällen wurden Maßnahmen ergriffen, um Angebote eben aus dem Netz zu löschen, die gegen rechtliche Vorgaben verstoßen haben. Und diese Zahlen zeigen, das Interesse am Thema in den unterschiedlichen Mitgliedstaaten ist groß und der Bedarf der Kontrolle auch des Onlinehandels ist ebenso groß. Und nicht um den Onlinehandel quasi abzuwürgen, darum geht es überhaupt nicht, aber um auch den Verbraucher auf Augenhöhe zu bringen. Und die Durchführung des Kontrollplans hat außerdem ergeben, dass die Kommunikation und auch die Abstimmung zwischen den Mitgliedstaaten grundsätzlich funktioniert. Und das ist ja auch was Schönes, dass wir das so sagen können. Ausbaufähig, das ist die andere Seite der Medaille, ausbaufähig sind hingegen der Austausch und die Kooperation mit Drittstaaten. Das gilt insbesondere für den Bereich der eben nicht zugelassenen, neuartigen Lebensmittel und Nahrungsergänzungsmittel. Und ganz gleich, wo ich unterwegs bin, wenn ich auf Reisen bin außerhalb Europas, werde ich immer wieder auf das Thema Nahrungsergänzungsmittel angesprochen und werde immer wieder auf neuartige Lebensmittel angesprochen, bekomme irgendwas in die Hand gedrückt, Gutachten, die beweisen sollen, dass wir zu vorsichtig sein, dass alles unbedenklich sei. Und wenn man an den Behörden eben analog nicht vorbeikommt, ist es immer spannend, dann eben online loszulegen. Und wir kennen auch die Werbemaßnahmen. Wir kennen auch Anzeigen, Kampagnen, die geschaltet werden, auch online. Und insofern halte ich das für sehr, sehr wichtig, dass wir auch mit Drittstaaten hier kooperieren. Deutlich wurden auch die Schwierigkeiten eben der Überwachung im Online-Bereich. Und wir sprechen hier von fehlenden oder fehlerhaften Adressangaben oder der Tatsache, dass viele Online-Händler lediglich als Vermittler agieren und keine eigenen, einer Inspektion zugänglichen Lagerstätte, also dass sie die nicht besitzen. Und das ist schon, sagen wir mal, ein interessantes Geschäftsmodell. Auch die Verschleierung von Identitäten im Netz sowie komplexe Lieferketten stellen die Behörden vor wirklich große Herausforderungen. Und deshalb hat die EU-Kommission verschiedene Maßnahmen angestoßen, die die Überwachung im Bereich des Onlinehandels verbessern sollen. Und dazu zählen die Einrichtung von Kontaktstellen mit großen Onlinehändlern und Plattformen, zweitens die Kooperation mit Zahlungsdienstanbietern und drittens die Anpassung des gesetzlichen Rahmens und der elektronischen Meldesysteme. Und nicht zuletzt laufen aktuell deshalb auch Überlegungen zu einem zweiten Kontrollplan. Denn unser Ziel ist klar, wir wollen die Kontrolle, Zusammenarbeit, gegenseitige Unterstützung, Überwachung des Onlinehandels noch weiter verbessern für Freiheit. Denn am Ende ist das Internet und auch Onlinehandel sind Zeichen für Freiheit. Aber Freiheit grenzenlos kann es auf Dauer nicht geben, ohne dass eine Seite Schaden nimmt. Und ich möchte zum Schluss kommen, ohne einen Austausch wie hier über Ländergrenzen hinweg und zwischen allen Beteiligten wäre das überhaupt nicht möglich. Und deshalb ist die heutige Konferenz ein sehr wichtiger Schritt hin zu einem besseren Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher, hin zu mehr Sicherheit beim Einkauf von Lebensmitteln. Und wir alle wissen, die Digitalisierung, sie schreitet voran. Es gibt noch die Puristen. Jeder soll frei entscheiden, was er nutzt. Es gibt aber natürlich auch Schnittstellen in unserem Leben, wo man kaum noch die Entscheidung hat. Und Digitalisierung wird weitergehen. Und jetzt ist die Frage, ob wir sagen, wir verweigern uns dem oder wir sind an der Spitze des Ganzen und wissen auch, wie die Regeln laufen und definieren
auch Regeln und sehen auch Schlupflöcher und sehen auch dort, wo es Herausforderungen gibt. Und wir wollen dafür sorgen, dass am Ende Lebensmittel künftig genauso sicher sind und genauso bedenkenlos eingekauft werden können wie beim Supermarkt um die Ecke. Und dort, wo man eben keine hundertprozentige Sicherheit hat, aber darauf aufmerksam wird, man das Ganze dann auch ahnden kann. Denn am Ende geht es um nichts anderes als um die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger. Und da ist es egal, wo jemand lebt. Da ist es egal, wo jemand herkommt. Jeder Mensch ist gleich viel wert und hat das Recht darauf, Unversehrtheit, wenn er Lebensmittel auch verzehrt. Und deshalb herzlichen Dank nochmal, dass wir heute hier zusammenkommen können. Ich finde es eine hochspannende Materie. Ich kann Ihnen sagen, dass gerade die jungen Leute ein unglaublich hohes Interesse daran haben. Ich komme selbst vom Dorf. Wenn man davon redet, dass wir die Lebensmittel in Zukunft im Internet bestellen, gerade die Älteren, die gucken mich dann ein bisschen komisch an und glauben dann, man wollte das Tradierte untergraben, den Bauern um die Ecke. Es geht nicht um das Entweder-Oder, sondern es geht um die Auswahl. Und damit es wirklich eine Auswahl ist, müssen gleiche Standards gelten. Deshalb danke für Ihre Arbeit, danke, dass wir heute hier zusammenkommen können.